Ja, die zweiten Schüssel habe ich jetzt auch fertig. Passt sogar von der Höhe, von der Breite. Ja, der schließt auch hervorragend. Und hier auch. Ja, das war's mal so weit von meiner Seite aus. Muss mir die Schlösser, aber die wir schon mal hier haben, ein bisschen schmieren überall. Ich nehme dazu mein Schlossöl. Das werde ich jetzt hier nicht verlinken. Ich kann sicherlich beigehen, wenn jemand das haben möchte, kann ich das auch zusenden. Also das ölt man einmal hier nur und das war's dann. Und dann hat man ja lange, lange Zeit Ruhe. Also eigentlich braucht man die gar nicht wieder ausbauen. Die laufen jetzt ewig noch. Ja, wie ölt man so ein Schloss richtig? Ausbauen praktisch ein Schrankschloss. Oben kann man reingucken und dann kommt hier das Öl rein. Es braucht auch nur da geschmiert werden, wo sich das bewegt, die Teile. Oder wo der Schlüssel hier auftrifft. Da ist so eine kleine Feder ist ja drinne. Da macht man ein bisschen ran. Dann kann man ein klein bisschen auf den Dorn machen, damit der Schlüssel da besser reingeht. Und das war's dann aber auch schon. Ja, wie gesagt, das war's von meiner Seite aus. Und dann freue ich mich schon wieder. Das geht wie Butter. Das geht wie Butter. Hervorragend. Ja, und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Projekt. Und wie gesagt, möchte jemand so einen Schlüssel haben? Ich schreibe das unten auf meiner Seite drauf. Also unten im Video, da ist ja, steht noch und mehr. Und da mal eben runterscrollen. Und da schreibe ich eben bei, was das für ein Schlüssel ist. Ich muss mal gucken, ob ich ihn auf meine Seite verlinke oder ob ich nochmal eben drauf schreibe, welcher das ist. Und den kann man dann bei mir bestellen. Also ich mache die Artikelnummer da auf alle Fälle drunter. Wie gesagt, das war's von meiner Seite aus und dann freue ich mich auf mein nächstes Projekt. Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier zwei Schrankschlösser von einem Kunden. Und ja, der Kunde möchte gerne Schlüssel dazu haben. Was ist das Besondere an den Schlössern? Eigentlich gar nichts. Die haben auch gar keine Zuhaltung drin. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Die sind nur ganz einfach zu machen. Das Einzige, was die Schlösser haben, an der Seite ist hier so ein kleiner Versatz. Und ja, jetzt suche ich einfach mal eben den passenden Schlüssel raus, der zu so einem alten Schrank passen könnte. Ja, ich habe mir einen Schlüssel rausgesucht. Das ist dieser hier. Ich denke, der passt da nicht ganz gut, auch zum alten Schrank, wegen dieser alten Form. Okay, hier ist ein bisschen Guss dran. Muss ich mal gucken, ob ich einen anderen besseren finde gleich oder ich noch nehme noch den. Eigentlich ist es ja auch voll in Ordnung. Und der wird jetzt hier einfach passend gemacht. Was wir als Erster haben müssen, ist die Höhe. Und wichtig ist, wir müssen das Dornmaß wissen. Das weiß ich, das ist 4 mm. Also müsste der Schlüssel da dementsprechend auch reingehen. So, ich mache dann mal das wie folgt. Ich zeichne das erstmal hier an, ganz grob mit dem Bleistift und einmal hier auch. So, und jetzt habe ich folgende Möglichkeit. Ich kann jetzt entweder kann ich beigehen und das mit der Maschine machen oder ich kann das Ganze auch mit der Feile machen oder manchmal arbeite ich auch ganz gerne mit der Flex, damit geht das auch. So, das habe ich mir jetzt hier markiert, aber ich denke mal, ich spanne mir den jetzt mal eben in eine Maschine ein und fräse den einfach mal runter. So, jetzt habe ich das mal so weit gemacht. Jetzt muss nur noch das hier an der Seite ausgeklinkt werden, also der Schlüssel passt da so rein. Mal gucken, das zweite, ist das der gleiche? Ja, das zweite ist gleich. Jetzt muss hier nur noch da die Kerbe rein. Ja, das mache ich jetzt auch mal eben mit der Maschine. Man kann das auch mit der Hand machen, aber das fräse ich mal eben so rein. Ich habe jetzt hier schon mal eine Nut reingemacht und habe den Schlüssel auch schon mal ein bisschen gekürzt, ja, dass er also praktisch da reinpasst. Und jetzt muss ich mal gucken, da passt das noch nicht ganz. Da muss noch ein bisschen was nachgearbeitet werden.
Das mache ich noch mal eben und dann sollte das Ganze auch funktionieren. So, jetzt sollte der Schlüssel eigentlich passen. Tut er auch. Aber er schließt noch nicht, aus folgendem Grund. Entweder geht er nicht ganz vorbei oder er. Ich brauche mal den. Oder die Zuhaltung macht das nicht. Ja, das funktioniert. Mal gucken, ob er so rumgeht. Nee, wieder auch nicht. Weil er ein bisschen zu groß noch ist. Aber besser zu groß, als dass er zu klein ist. So, dann kann man hier nochmal reingucken und wenn ich da jetzt so sehe, sehe ich, dass der da nicht so ganz passt. Also werde ich den hier vorne nochmal ein bisschen was runternehmen. Das mache ich aber eben auf dem Schleifbock, weil das am schnellsten geht. So, mal gucken, was er sagt. Da könnte ich vielleicht auch nochmal ein bisschen. Ja, jetzt sieht er schon besser aus, aber er will noch nicht. Also ist er noch ein bisschen zu hoch. Also hier praktisch noch ein bisschen zu hoch. Machen wir den mal auf 4 runter. Jetzt hat er 4,5. Na, jetzt schießt er schon besser, aber er schließt noch nicht durch. Das heißt also, hier ist noch zu lang. Na, da kann man das auch sehen. Also ich kann das sehen, dass eine Druckstelle ist da. Ja, beim zweiten schließt er auch. Das sind also richtig tolle Schlüssel, sind das hier. Auch ein bisschen edel. Ich schreibe unten mal die Bezeichnung rein, was das für einer ist. Der Schlüssel, also. Wenn jemand Gefallen an den Schlüssel hat, der kriegt da so eine Bezeichnung, der Schlüssel. Ein bisschen ranzoomen. So sieht er also aus. Das Licht mal ein bisschen wegnehmen. Also ich finde, der hat echt wirklich eine schöne Form. Der fühlt sich auch richtig gut an. Und der passt auch richtig gut zum alten Schrank. Das ist nicht nur so ein 0815 Schlüssel, sondern der macht doch richtig was her. Also ich verlinke das nachher mal unten. Die Nummer von dem Schlüssel, wo man den bestellen kann bei mir. Also meine Artikelnummer sozusagen. Die Schlösser, die werde ich gleich ölen. Ich werde jetzt nochmal eben einen zweiten Schlüssel machen dazu. Den haben wir hier in meiner Tüte drin. Da ist er. Und den werde ich jetzt noch mal eben eine Kopie machen nach dem Schlüssel, den ich eben gemacht habe.